Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Karas Angkor. Das ist zwergisch und bedeutet immerwährendes Reich oder Bergreich. Das liegt daran, dass die Zwerge nur ein Wort haben für immerwährend und Berg. Es ist für sie im Grunde genau das gleiche. Jetzt wisst ihr das auch, falls ihr es noch nicht wusstet. Wir machen weiter, denn momentan sieht es so aus, als ob wir wirklich ein immerwährendes Bergreich schaffen könnten. Wir bauen immer noch unsere Wirtschaft auf und haben jetzt, nachdem wir die Orks weitgehend in den Griff bekommen haben, jetzt hier ein bisschen Stress mit ein paar Skaven, aber die werden wahrscheinlich nicht allzu lange große Probleme für uns bedeuten. Warte mal, wie lange dauert es eigentlich hier? 2 Turns. Ah, da muss ich noch was anderes erforschen. Es dauert noch ein bisschen. Warte mal, was erforschen wir gerade eben hier? Genau, dass sie noch stärker sind. Es wird halt auch noch wichtig dafür zu sorgen, dass... Ach, Eisendrachen werden dann nur schneller rekrutiert. Ja gut, das hilft mir nicht wirklich weiter. Da muss ich zugeben, das hilft mir nicht wirklich weiter. Aber den Rang der Eisenbrecher möchte ich auf jeden Fall nochmal verbessern. Und der Eisendrachen. Beides ist möglich. Okay. Was soll's? Wir beenden den Turn. Und werden in der nächsten Runde... Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt hier angegriffen werden von den kleinen Skaven. Das ahne ich jetzt schon. Vielleicht rennen sie aber auch voll und ganz in unsere Falle, was witzig wäre. Und da ist nochmal so ein Clan Ashen-Verein. Sogar zwei von ihnen. Rennt der mir jetzt in die Falle? LOL! Der Moment, wenn Skaven den Zwergen in die Falle gehen! Oh, ist das episch! Oh, ist das schön! Oh, was für ein Auftakt! Unfassbar! Dieser Moment ist so schön. Ich möchte ihn heiraten und mit ihm viele kleine Momente dieser Art bekommen. Ach ja. Oh, jetzt haben sie... das können wir ja auch. Jetzt gehen wir ja auch ganz offensichtlich vor dem Gegner in den Hinterhalt. Ist es eine Trotzreaktion, lieber Skabe? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, wenn der Zwerg in der Pampa offen rumsteht und er in die Falle geht, das ist schon geil. Nee, das machen wir nicht. Keine Nichtangriffspakte mit imperialen Minion-Fraktionen. Das führt unter Umständen nur zu Problemen. Und... Lol, der kann einfach an mir vorbeilaufen? Find ich schon frech. So, wir haben den Maximallevel erreicht. So viele Möglichkeiten haben wir jetzt gerade eben gar nicht mehr, die sinnvoll wären. Ja, ich könnte seine Geschwindigkeit erhöhen. Da kommen wir leider gar nicht mehr ran. Ist noch irgendetwas anderes, was Sinn machte? Mal im Überlegen. Was ist das hier nochmal? Zwergenkrieger, Bergarbeiter, Langbärte. Ja, ich werde immer ein paar Langbärte mit mir rumtragen. Wisst ihr was? Dann mache ich tatsächlich noch das da rein. Zack. Groll entfernt. Ja, schön. Sylvania vernichtet. Die werden belagert. Da sind eine Menge Skaven gerade draufgegangen. Das machen wir auch so. Ich stehe jetzt absichtlich hier einfach jetzt direkt vor denen jetzt hier rum. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Wir haben unseren Hauptcharakter, den guten König Thorgrim Grollbart, jetzt komplett ausgelevelt. Extra Pulver. Das nehmen wir mit. Also besser kann es eigentlich kaum laufen. Jetzt bin ich der Meinung, mehr Eisenbrecher wären schon geil. 3, 4. Dann haue ich nachher den noch raus und werde dafür dann noch einen Langbart später noch reinnehmen. Also wir werden jetzt hier 2 Runden lang rumstehen. Und uns einfach darüber freuen, dass dieses Einkommen so absurd krass ist. Weiter geht's hier. Noch mehr Gold, noch mehr Gold. Hier muss ich aufpassen, aber ich kann ihm jetzt hier wieder Geld wegnehmen. Genau, so, das machen wir jetzt hier. Überfall. Macht nur 79, sorgt aber dafür, dass die öffentliche Ordnung hier auch noch weiter runter geht. Ich kann hier noch mehr Slayer ausbilden. Ey, wisst ihr was, was mal geil wäre? Fast so eine reine Slayer-Armee. Einfach eine reine Slayer-Armee. Es ergibt keinen Sinn, aber es wäre witzig. Und alleine deswegen würde ich das am liebsten mal machen. Also wirklich nur eine Armee mit jede Menge Riesenslayer und
Normalen Slayern. Warte mal, die sind, glaube ich, kleiner vom Trupp her. Ne, die sind gleich groß. Dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, normale Slayer auszubilden. Gut, die haben nochmal die Chance. Die haben die Chance, Geschosse abzuwehren. Und sie machen grundsätzlich mehr Schaden gegen Infanterie, aber die sind rüstungsdurchdringend und haben einen Infanterie-Bonus. Wir machen das so. Hier nur Riesenslayer rein. Der Runenschmied ist der Berater des Königs. Leider gibt es keine Slayer-Helden. Das finde ich immer noch sehr schade. So, hier. Bist ja, warte mal, genau, der Neue. Auch erstmal Marschierer. Wichtig. Und da unten wird es jetzt bald eine Rebellion geben, wenn wir nicht aufpassen. Ich gehe jetzt erstmal dahin. Und muss jetzt darüber nachdenken. Ja, komm, wir nehmen auf jeden Fall nochmal einen normalen Fernkämpfer. Nochmal einen normalen Zwergenkrieger. Ja, und komm, dann nehmen wir nochmal einen Langbart. Ich meine, die können immerhin was. Aber gleich zu den normalen Zwergenkriegern. Wir haben jetzt immer noch die eine Konföderation gerade eben, die wir noch abbauen müssen. Ach Gott, die wurden hier besiegt. Okay. Ich hoffe bloß, dass jetzt hier nicht die Grenzgrafen das hier erobern. Das wäre echt ätzend. Die rücken mir gerade eben zu krass vor, die Kerle. Gut, das heißt aber auch, dass die Diplomatie jetzt gerade eben ohnehin wegfällt. Dumm-di-dumm-di-dumm. Da kommt's wieder an und will Stunk machen, ne? Wie wir sehen. Da bin ich ja mal gespannt. Hi! Ich bin gerade eben nicht sicher. Die sind eigentlich schon ziemlich angeschlagen. Es ist Grimgorg höchstpersönlich. Wie sieht denn das Schlachtfeld hier aus? Aber es ist ideal, sie greifen uns an. Deswegen kämpfe ich das jetzt hier auch. Da gehe ich jetzt einfach wieder in eine Ecke und lasse den Grimgorg dumm aussehen. Was höchstwahrscheinlich auch ohne Probleme funktionieren wird. Warte mal, das ist eigentlich eine schöne Ecke, wie sich ein Zwerg aussuchen würde. Da gehen wir hin. Da gehen wir hin, da wollen wir sein. Alles andere wäre gemein. Ich drehe die sogar schon um, damit sie gleich richtig rumlaufen können. Die gehen hier in die zweite Reihe, deswegen mache ich das anders. Und die sollte ich nicht vergessen da vorne, sonst habe ich hier sehr, sehr teure Einheiten weggeschmissen. So. Entschuldigung, ich sehe den Rand gar nicht. Kann ihn erahnen. Mehr aber auch nicht. Das ist gerade äußerst seltsam, aber wir werden es hinkriegen. Naja, wir kriegen es schon irgendwie hin. Die einen dahin, ihn dahin, dich dahin zum Schießen, dich dahin, die noch irgendwie dahin und jetzt packe ich die euch da noch an die Flanke. Okay. Mögen sie kommen. Sie haben auch zwei fette Spinnen, wie ich gerade eben sehe, dabei. Die mir gerade eben noch so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten.
Aber ich denke nicht allzu lange. Right. Long be it. Let the vengeance begin. So, die Kanone ist am Start und kann auch gleich feuern. Die hat einen Bonus gegen große Feinde. Feuer. Wir haben eine Menge große Gegner. Okay, wir feuern jetzt erstmal auf das, was am meisten Schaden erhält durch unsere Attacken. Eieieiei. Mehr rüstungsdurchdringender Schaden durch Geschosse. Gebe ich denen kurz mal, dann können sie vielleicht hier diese blöde Arachnarok-Spinne weiter und besser fertig machen. Auch wenn ich jetzt gerade eben keinen Schuss sehe. Okay, also die Geschosse finden statt. Sie finden statt, das ist das Wichtigste. Bring them down! Quarrelers! Range far! Range fast! Charge! Mhm. Und los geht's. The clans unite! Quarrelers! Strike out! Ja, da geht's mit den Hammerers direkt rein. The clans unite. Da. Hier bleibt. Ah ne, hier gehe ich auch mit rein, um die blöden Moschas hier wegzumachen. Ist halt eine andere Armee, ne? Ist halt nicht unsere beste Armee. So, die Kanone hier, genau. Eröffnet weiter das Feuer auf diese Arachnarok-Spinne. Du ballerst auf das da hinten. Du schießt auf ihn da. Und einer muss Grimgorg irgendwie in den Griff bekommen. So, die werfen immer noch die Bomben, sehr gut. Der Riese geht gleich down. Wichtig, dass der down geht. Ihr schießt noch auf die da. Habt ihr nämlich nochmal ein paar Bomben am Start. Bitte auch da drauf ballern. Wichtig, wichtig, wichtig. Feuer. Wir halten die Linie momentan noch. Werft noch mehr Bomben. Ihr habt da noch mal ein paar, ich weiß es. Das macht, kommt. Nächste Fuhre. Ich glaube, ein paar haben wir immer noch. Wir gewinnen das so deutlich. Guckt euch das mal an. Das ist einfach nur eine Kernarmee. Eine Anfänger-Kernarmee. Und wir gewinnen so deutlich. Die brechen alle komplett weg, ey. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Es war's. Lasst sie schießen. Lasst sie einfach schießen. Wie Grimgorg jetzt hier einfach davonläuft. Ich will nicht mehr. Oh, wie episch. Na komm, lass mal schnell laufen. Ich bin zufrieden mit der Performance unserer Jungs hier. Das habe ich schon deutlich schlimmer gesehen bei... Ja, sogar auch bei Orks, ne? Also gegen Orks mit Zwergen. Also dieser Grimgorg scheint ja echt nichts drauf zu haben. Ja gut, aber man darf nicht vergessen, es waren die Elite-Schützen. Ich sehe es gerade eben, ne? Die haben halt das Gefecht schon getragen. Die haben es gecarried.
Das waren ja teilweise die ersten Schützen noch von Thorgrim. Und er denkt sich so, ist genau dieser Gesichtsausdruck. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Tja, blöd gelaufen, ne, Grimgorg. Bin ich gespannt, ob die Zwerge dazu in der Lage, die Orks dazu in der Lage sind, hier die Grenzgrafen aufzuhalten. Weil ansonsten muss ich sie bald als grenzwertig Grafen bezeichnen, weil es grenzwertig wird, was die jetzt hier veranstalten mit Eckrund. Habe ich halt echt keinen Bock, dass sie das bekommen. Dann ist es halt so. Ich zwinge sie zum Eid. Grimgorg Eisenpelz besiegt, rüstungsdurchdringender Schaden für Durak Schwarzbart. Und er hat auch schon gegen mehrere Grünhäute jetzt gewonnen, was ja seine Situation noch schöner macht. Ein Turn noch hier. Das ist ebenfalls super. Eisenfelsen kann ich noch mehr Kohle rausscheffeln. Du hast jetzt hier eine Full-Stack-Armee. Und gehst deswegen jetzt hier mal in die Varenka-Hügel. Um genau das Problem mit der öffentlichen Ordnung jetzt hier mal in den Griff zu bekommen. Ja, hier haben wir gewonnen. Grimgorg ist immer noch am Bluten. Und ich bin der Meinung, dass ich das ausnutzen möchte. Ja, easy. Da geht er einfach zu Boden, wie so ein nasser Sack. Wie so ein nasser Sack fällt er um. Lol. Also langsam aber sicher könnten die Grünen heute sich schon ein bisschen Mühe geben. Unfassbar. Ja gut, als nächstes kommt jetzt natürlich der Taktiker, um die Fernkämpfer zu supporten. Triangulieren. Da kommt auch nochmal so ein Zwerg angelaufen. Ja, und wir bauen hier weiterhin unsere Slayer-Armee, die ich einfach nur aus Style-Gründen haben will. Einfach nur aus Style-Gründen. Und weil ich das Geld dazu habe. So. Da oben gibt es noch mehr. Aber ich ignoriere das. Wachstum muss ich ja auch nicht mehr hinein investieren. Ich kann hier direkt eigentlich auf Steuersatz, glaube ich, gehen. Um das Geld hier noch mehr ins Absurde zu führen. Ach, das ist ja... Ich habe mich vertan, Karaka drin. Ja, da machen wir eh nicht viel Geld, aber ist egal. Hier. Wachsen wir noch zurecht, wohlgemerkt. Ja, und jetzt brauche ich das hier noch rein. 7500, kann man machen. Hier bin ich zufrieden. Da fehlt nur noch ein Gebäude. Muss bloß überlegen, welches. Gibt nicht so viel, was man da noch machen kann. Also was ich noch überlege, ist im Düsterwerk halt dann am Ende wirklich hier die Artillerieschmiede reinzuklabastern. Und dann haben wir hier wieder bei Karaz Akarak alle Optionen offen. Aber auf der anderen Seite, warte mal, wo kommen denn die Gyrokopter? Ich kann das auch gleich hier lassen, weil... Na, ihr seht ja, was da los ist. Das... ist eigentlich schon sinnvoll. Auf der anderen Seite... Was bringt mir das... Düsterberg-Teil hier? Nee, doch, das habe ich ja sogar schon. Der Rang für die Artillerie ist ja, glaube ich, global. Oder ist das nur hier? Bin mir gerade eben nicht sicher. Auf jeden Fall sind sie günstiger. Ich kann es ja mal hier überprüfen, was ist... Ne, das ist ja global Artillerie. Ich muss irgendwann mal irgendwo anders eine Artillerie ausbilden oder gucken, was eine Artillerie jetzt kosten würde sie. Kann ich aber hier nicht. Ich kann es nur global und global haben sie gar keine Ränge. Das ist seltsam. Das ist sogar sehr seltsam. Sollte eigentlich so nicht sein. 4000. Interessanterweise ist es hier teurer. Ich akzeptiere es.
und baue das da rein. So, wir haben immer noch die Konföderationsstrafe. Ja, die trauen mir nicht. Ich weiß schon warum. Das liegt nur an der Konf. Clan Scryer haben wir jetzt auch kennengelernt. Okay, das machen wir gerade eben noch, diese Runde. Und dann kann ich eigentlich jetzt schon mal sagen, ja, danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Wir breiten uns aus und dann geht's bald. Sobald wir unsere Armee haben mit den Eisenbrechern. Ach, guck mal, wie sie abhauen und feige sind. Dann geht's in den Wald von Arteloren, denn unsere Schiffe werden aus Holz gemacht. Ihr ahnt, was da folgt. So, wir können das jetzt hier schneller laufen lassen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Macht's gut, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.